Das heißt, wenn du meinetwegen eine krasse Partynacht gemacht hast und möchtest am nächsten Morgen nicht, dass dein Chef dir das ansieht, dann kannst du natürlich Concealer benutzen. Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, hä, warum machst du das? Du brauchst das doch gar nicht. Oh doch, wenn die Lichter alle abgebaut sind im Tageslicht, dann mache ich das jeden Tag, was ich jetzt vor euch mache. Das heißt, du kannst einen Setting Spray gewinnen im Wert von 30 Euro und einen Pinsel im Wert von 39 Euro. Also wenn das nicht ein Grund ist, um mitzumachen. Einen wunderschönen hier aus der Hauptstadt und willkommen zu einem neuen Video auf deinem Männermagazin. Heute ist das Thema etwas ganz Besonderes. Das wurde mir vorgeschlagen von einem aus der Community, der sich gewünscht hat, ich soll doch mal ein Video machen zum Thema Make-up für Männer. Erstmal vielen Dank für die Inspo, da nochmal ein Video zu machen. Warum bin ich legitimiert, ein solches Video zu drehen? Also ich war 5 Jahre lang für eine Make-up-Brand tätig, im Bereich Communication und PR, Influencer-Marketing und Events. Das heißt, ich war kein Make-up-Artist. Gleichwohl hatte ich natürlich tagtäglich Kontakt mit allen Produkten, die es im Make-up-Bereich so gibt. Wenn es dich interessiert, welche 1, 2, 3 Produkte und 2 Tools meiner Meinung nach jeder Mann bei sich zu Hause im Badezimmer haben sollte, dann empfehle ich dir auf jeden Fall, dran zu bleiben. Schön, du bist noch da. Also scheint dich das Thema ja zu interessieren. Das finde ich schon mal gut. Kurzum, vielleicht mal so als Einstieg. Ich finde generell, jeder soll das machen, wozu er Bock drauf hat. Das heißt, wenn du männlich bist und du möchtest dich richtig krass schminken, dann tu das, wenn du dich damit besser fühlst. Lass dir nicht einreden, auch nicht von außen, was du zu tun hast und was du zu lassen hast. Mach dein Ding. So. Natürlich habe ich aber auch eine eigene Meinung. Und bei mir ist, meine Meinung ist die, dass Männer Make-up tragen dürfen, auf jeden Fall, aber es muss nicht detektierbar sein. Ich finde, sobald man halt schon von weitem auf den ersten Blick sieht, die Person hat krass viel Make-up im Gesicht, dann finde ich das nicht mehr sexy. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir starten. Das Wichtigste ist erstmal, dass du natürlich dein Gesicht vorher wäschst. Vielleicht kannst du noch ein Gesichtspeeling machen und dann erstmal muss man eine gute Basis schaffen, damit so ein Make-up auch gut sitzt und aussieht. Das heißt, Feuchtigkeit. Feuchtigkeit ist erstmal das A und O. Ich nehme mir natürlich wieder meine Butni Care Feuchtigkeitscreme. Das ist ja die hier. Weltbeste Creme überhaupt mit Panthenol, Allantoin. Feuchtigkeitsspend ohne Parfüm und ohne Farbstoffe. Da geht wieder einiges ab. Hier in Berlin brauche ich auch gar nicht so viel, ne? Ich nehme jetzt das hier. Und damit versorge ich mein Gesicht erstmal mit viel Feuchtigkeit. Insbesondere in der Augenpartie. Denn dort werdet ihr gleich sehen, spielt sich das meiste ab. Ich möchte dazu sagen, dass ich hier auf meiner YouTube-Couch ja sitze und ich bin ja tendenziell eh sowieso positiv ausgeleuchtet. Das heißt, ich sehe besser aus, als ich eigentlich wirklich aussehe. Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, hä, warum machst du das? Du brauchst das doch gar nicht. Oh doch, wenn die Lichter alle abgebaut sind im Tageslicht, dann mache ich das jeden Tag, was ich jetzt vor euch mache. So, die Frauen, und das ist ja auch das, was ich, bevor ich jetzt mit dem Concealer anfange, möchte noch eine Sache loswerden. Ich meine, Frauen, die dürfen ja schon seit Jahrhunderten sich schminken, ne? Die dürfen einen Primer benutzen, der den Anschein erweckt, als hätten sie ganz, ganz kleine Mini-Poren bis gar keine Poren. Sie dürfen Lippenstift nehmen, sie dürfen einen Lip-Liner nehmen und sich damit die Lippenränder ummalen, sodass die Lippe noch größer aussieht. Sie dürfen Rouge auf die Wangen auftragen, damit sie so aussehen, als wären sie total gesund und gerade, keine Ahnung, kurz mal eine Runde joggen gewesen und einfach nur erholt und frisch aussehend. Sie dürfen Foundation nehmen, um ihre Haut komplett ebenmäßig zu zeichnen. Sie dürfen ihre Haut, ihr Gesicht konturieren, das heißt mit verschiedenen Farbnuancen Akzente setzen in ihrem Gesicht, dass zum Beispiel, wenn man hier etwas dunkler arbeitet, dann hebt man optisch den Wangenknochen nach oben und nach vorne und das wiederum ist wieder mehr Attraktivität im Auge des Betrachters. Und sie haben ja, also abgesehen von den künstlichen Wimpern, den Fake Lashes, der Mascara, die Augenbrauen, die gemalt werden, im Prinzip ist ja die Frau, wie wir sie heute in der Werbung immer sehen, eigentlich
ein Make-up-Kunstwerk. So, und deswegen finde ich, natürlich müssen wir nicht alles so machen wie die Frau, weil wir sind ja nach wie vor Männer. Aber ich finde, wenn es darum geht, abzudecken, dann dürfen auch Männer Make-up nehmen. Bei mir im Gesicht gibt es ja schon die ein oder andere Partie, die einen Concealer braucht. Ein Concealer ist quasi eine getönte Creme, eine getönte Flüssigkeit, wenn man so möchte, die extra für den Augenbereich entwickelt wurde. Da sind relativ viele Farbpigmente drin und mit denen kann man dann Augenschatten minimieren und sorgt, wenn man das verwendet, dass man einen wacheren Blick bekommt. Das heißt, wenn du meinetwegen eine krasse Partynacht gemacht hast und möchtest am nächsten Morgen nicht, dass dein Chef dir das ansieht, dann kannst du natürlich Concealer benutzen. Ich benutze den, mal kurz ein bisschen putzen, von der Marke, wo ich früher gearbeitet habe, nämlich den Naked Skin Concealer von Urban Decay. Davon braucht man auch nicht viel und weniger ist mehr. Wenn du ein bisschen älter bist, also in dem Alter so wie ich, wo du dann, wenn du lachst, schon hier gerade in dem Krähenfüßenbereich Falten bekommst, dann musst du besonders aufpassen mit Make-up, weil oftmals, wenn man dann noch eine Mimik hat, setzt sich das Make-up in die Falten rein und das sieht fürchterlich aus und jeder sieht sofort, du hast Schminke im Gesicht. Das will man nicht. Also ich mache das so, hier ist auch so ein schönes Schwämmchen dran, beziehungsweise so ein Applikator. Ich gebe mir diesen Concealer tatsächlich nur in die Augeninnenwinkel. Da mache ich immer so einen Strich auf die Nase und auf die Stirn. Das heißt, ich habe den Concealer jetzt unter die Augen aufgetragen, ein Strich auf die Nase und drei Striche hier auf die Stirn. Warum mache ich das? Die Striche hier unter den Augen habe ich gesetzt, weil ich hier in den Augeninnenwinkeln sind meine Augen etwas dunkel. Man könnte auch sagen, ein Augenschatten. Und die Nase, da mache ich das immer drauf, damit sich das eher so ein bisschen alles so in eins anpasst. Weil es wäre komisch, wenn ich hier ganz hell bin und auf der Nase nicht. Und auf der Stirn habe ich noch drei Striche gemacht, um da ein bisschen heller zu sein, um dem Gesicht so eine kleine Dreidimensionalität zu geben. Man kann natürlich theoretisch, Möglichkeit 1, das Produkt mit den Fingern eintupfen. Dann immer den Ringfinger nehmen, weil man auf den dann den wenigsten Druck ausübt. Und damit kann man das ganz gut eintupfen, das klappt auch ganz gut. Das heißt, wenn du jetzt nicht diesen Pinsel hast, den ich hier habe, das ist ein Pinsel von IT Cosmetics, das ist eine Make-up-Brand aus den USA. Du findest auch die Verlinkung zu allen Produkten bei mir in der Infobox. Das heißt, der Concealer, den habe ich auf jeden Fall auch verlinkt. Ich habe die Farbnuance 40NN. Und diese Woche gibt es bei urbandecay.de noch satte 25% auf alles. Das heißt, da kannst du auf jeden Fall zuschlagen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass du wahrscheinlich dann etwas erschlagen wirst von der großen Auswahl an Nuancen. Das heißt, noch besser, geh in ein Geschäft, wo es Urban Decay gibt. Es gibt auf urbandecay.de den Store Locator. Vielleicht hast du einen in der Nähe und lass dich beraten. Und dann kannst du entweder vor Ort kaufen oder dann online bestellen. So. Und das gleiche gilt auch für diesen Pinsel, den ich im Übrigen einmal verlosen werde. Später nähere Infos zu dieser Verlosung. So, und hiermit arbeite ich das Produkt jetzt ganz sanft ein. Und das ist wirklich der weltbeste Pinsel dafür, womit man das machen kann. Wichtig ist, dass man das relativ zügig verteilt, wenn man es aufgetragen hat. Und dann schaut, dass man es gut nach außen verblendet. So, ich streiche das dann quasi dann auch so ein bisschen an den Seiten aus. Aber ganz wichtig, der Hauptwirkungspunkt, wenn man so möchte, ist wirklich in den Augeninnenwinkeln. Dann hat man wahrscheinlich hier noch so ein bisschen Restprodukt. Das gebe ich mir dann manchmal hier so aufs Augenlid, um einfach den Blick ein bisschen wacher zu bekommen. Und eigentlich ist das immer der erste Schritt, den ich tätige, bevor ich mich dann vor die Kamera setze und ein Video drehe. Genau, wie gesagt, den Concealer als auch den Pinsel, den verlinke ich in der Infobox. Und hierfür gibt es auch einen Rabattcode. Und ich werde, wie gesagt, einen Pinsel verlosen. Was ihr tun müsst, um diesen Pinsel zu bekommen, tja, das erzähle ich euch am Ende des Videos.
Damit haben wir jetzt schon mal eine Feuchtigkeitscreme benutzt, den Concealer mit diesem Pinsel aufgetragen. Wir haben jetzt erzielt, dass der Blick wach ist, dass meine Augenschatten nicht mehr existent sind und dass der Bereich Nase und Auge ja relativ gleichmäßig aussehen, genauso wie auch dieser Stirnbereich. Und der Vorteil ist natürlich auch, dass man mit dem Concealer auch die Poren optisch minimiert. Weiter geht's und dann sind wir auch gleich schon fertig. Das zweite Produkt, was ich manchmal nutze, wenn ich der Meinung bin, ich müsste besonders gut aussehen, ist es, dass ich einfach nochmal ein Puder nehme. In dem Fall wieder von Urban Decay und zwar das Stay Naked The Fix. Das sieht so aus. Lasst euch jetzt nicht von diesem Bling Bling verunsichern. Man kann es ja auch, sage ich mal, an nicht prominenter Stelle im Bart platzieren. So, das ist übrigens auch die Farbnuance 40NN. Verlinke ich auch in der Infobox. Dann nehme ich halt diesen großen Puderpinsel. Dieser würde sich nicht dafür eignen, weil dieser einfach viel filigraner das Puder im Gesicht verteilt. Ne? Also dafür kann man das nicht benutzen. Wie man sehen kann, ist das jetzt auch schon relativ viel gebraucht. Damit gehe ich jetzt einfach in diesen Topf rein und nehme hiermit ein bisschen Puder auf. Nicht so viel. Dann klopft man typischerweise das überschüssige Produkt einfach hier mal so ab. Und dann fahre ich mir einfach nochmal hier über die Nase, überall dort, wo der Concealer war, gehe ich mit dem Puder ein bisschen rüber. Und das hat den Effekt, vielleicht auch noch ein bisschen hier am Hals, das hat dann den Effekt, dass der Concealer noch besser hält. Das war jetzt quasi schon fast meine Routine. Das heißt, ihr habt gesehen, das geht mega fix. Und jetzt sind wir schon beim Stichwort Fixierspray. Und zwar gibt es ein Produkt von Urban Decay, das heißt oder ist der All Nighter. Den muss man schütteln, meins ist auch schon leider fast leer. Und das sprüht man sich einfach ins Gesicht. Das ist wirklich fast leer, da kommt fast nichts mehr raus. Normalerweise ist der Sprühnebel sehr fein. Das ist er nun wirklich nicht mehr. Warum braucht man zum Abschluss dann noch dieses Produkt? Also zum einen sorgt es dafür, dass die Haut quasi etwas runtergekühlt wird. Das heißt, wenn es im Sommer warm ist oder du auf der Tanzfläche tanzt, der Concealer und auch das Puder wird nicht verlaufen und sich irgendwie wegschmieren lassen, sondern es bleibt dort, wo es ist. Du kannst dir ein schwarzes T-Shirt drüber ziehen, das Make-up, der Concealer und das Puder wird sich nicht im T-Shirt absetzen. Das heißt, hiermit fixiert man den Concealer und das Puder quasi aufs Gesicht bis zu 16 Stunden lang, weil ansonsten verliert man das Produkt schon wieder relativ schnell oder es setzt sich in den Falten ab. Kurzum, ein Fixierspray ist wirklich ein absolutes Muss. Das verlinke ich euch auch in der Infobox. Und wie gesagt, es ist die Cyber Week, 25% auf alles. Und wenn die Cyber Week vorbei sein sollte und du erst später das Video guckst, gibt es noch einen Rabattcode mit GREY20, bekommst du 20%. Immerhin. Und mehr würde ich auch wirklich nicht tun. Feuchtigkeitspflege, ganz wichtig. Dann den Concealer auftragen. Je weniger ist mehr. Je weniger Produkt du benutzt, umso besser. Und vor allen Dingen kommst du dann auch mit diesem Ding hier bestimmt circa, ich sag mal, 8, 9, 10, vielleicht auch ein Jahr mit hin. Weniger ist mehr. Unbedingt merken. Und dann, aber auch kein Muss, kann man natürlich noch einen Puder benutzen. Und wie gesagt, alles ganz sparsam auftragen und sich unbedingt beraten lassen, wenn es darum geht, sich die richtige Nuance zu greifen. Ja. Und wenn man damit schon angefangen hat, dann sollte man auf jeden Fall alles setten mit dem Setting Spray. Alle Infos, ich wiederhole mich da gerne, findet ihr in der Videobeschreibung und ihr könnt bares Geld sparen. So, und jetzt müssen wir natürlich noch auflösen, was ihr tun müsst, was du tun musst, wenn du umsonst dieses Make-up-Setting-Spray nach Hause geschickt bekommen möchtest. Beziehungsweise, wenn es hier um diesen Pinsel geht, denn auch diesen werde ich einmal verlosen. Das heißt, das als auch diesen Pinsel kann man einmal gewinnen. Was musst du dafür tun? Relativ easy. Du musst natürlich meinen Kanal abonnieren, falls du es noch nicht getan hast, und dem Video einen Daumen hoch geben
und einen kurzen Kommentar schreiben. Und als allerletzte Aufgabe musst du den letzten 3 Videos auf meinem Kanal einen Daumen hoch geben. Ja, das ist alles, was du tun musst. Und ich werde dann den glücklichen Gewinner in einer Woche bekannt geben. Und ich möchte nur noch einmal betonen, dass das Setting Spray, wenn man das eigentlich kauft, 30 Euro kostet für 118 Milliliter. Gerade mal eine neue Maßeinheit erfunden. Und auch der Pinsel von It Cosmetics, das schaue ich kurz nochmal nach, wie teuer der ist. Und auch dieser Pinsel, auch wenn er so unscheinbar aussieht, kostet eigentlich 39 Euro. Das heißt, du kannst einen Setting Spray gewinnen im Wert von 30 Euro und einen Pinsel im Wert von 39 Euro. Also wenn das nicht ein Grund ist, um mitzumachen. So, ich denke, das ist heute ein etwas, ja, ein kontroverses Video, was wahrscheinlich auch hoffentlich den einen oder anderen motiviert, einen Kommentar dazulassen. Schreib mir bitte in deine Meinung, schreib mir bitte in die Kommentare, was du zum Thema Make-up und Männer denkst. Findest du, das ist absolut unmännlich und Männer sollten auf jeden Fall kein Make-up verwenden? Schreib's mir. Oder wenn du glaubst, Make-up und Männer, das gehört zusammen wie der Arsch auf den Eimer. Was laber ich hier? Dann schreibt mir auch das in die Kommentare. So oder so wünsche ich euch, dass ihr gesund und sicher durch die verrückte Zeit kommt. Denkt dran, du bist, was du aus dir machst. Euer Gray.